SharePoint-Podcast, Ausgabe 409 vom 18.04.2019. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 409. Ausgabe dieses kleinen Podcasts hier, des SharePoint-Podcasts. Wenn ich heute in die Shownotes reinschaue, dann wird mir eigentlich klar, ich sollte die Frequenz dieses Podcasts dringendst erhöhen, denn was im letzten Monat hier aufgelaufen ist, das ist recht lang und schreit einfach danach, dass man das auf alle 14 Tage mal in einen etwas kürzeren Podcast macht. Nichtsdestotrotz geht es heute darum, euch mal ein paar interessante Artikel vorzustellen, Hinweise auf Veranstaltungen, Feedback von Veranstaltungen. Ich habe auch einen Interviewgast dabei. Also, es ist wieder pickepacke voll und dementsprechend fangen wir mal gleich an. Ich habe euch ja schon, wer diesen Podcast verfolgt und auch unsere Seiten verfolgt, weiß, ich bin gerade so in einer kleinen Serie mit verschiedenen Partnern unterwegs und wir machen Webinare zu, ja, jeweils zu speziellen Themen. Das nächste Webinar wird sein am 9.05.2019 um 14 Uhr. Man wird sich einfach mal damit beschäftigen, wie der Systemadministrator eines Systems deutlich ruhiger schlafen kann. Insbesondere dann, wenn er weiß, dass alle Daten und Dokumente gut und sicher verschlüsselt liegen. Egal, ob sie on-premise liegen oder ob sie in der Cloud liegen. Mit anderen Worten, der Weg zum Microsoft Modern Secure Workplace ist das Thema des Webinars, das ich zusammen mit Allgeier IT mache. Und dazu lade ich euch herzlich ein. Den Link zum Anmelden für den 9.05. um 14 Uhr findet ihr natürlich in den Shownotes. Der zweite Tipp ist, ich habe unsere Community-Angebote-Seite aktualisiert. Und neu hinzugekommen ist die SharePoint-Konferenz in Wien vom 24. bis 26. Juni. Dort könnt ihr auf den Konferenz- und auch den Workshop-Preis jeweils 10% bekommen und der entsprechende Code steht auf der Angebotsseite und den könnt ihr dann gerne nutzen. So, das waren die kurzen Hinweise auf die Termine. Schaut natürlich in den Terminkalender. Dieser Hinweis kommt ja jedes Mal, weil ich dort natürlich versuche, möglichst viele Meetups, Usergroup-Treffen, Konferenzen, Veranstaltungen, Webinare und so weiter unterzubringen. Ja, ich glaube, zurzeit haben wir 40 Termine drin, also lohnt sich auf jeden Fall. Okay, schauen wir mal unsere Agenda rein. Themen, ja. Und dann fange ich einfach mal an, von oben nach unten die Themen abzuarbeiten. Wir haben es, glaube ich, öfter schon mal hier hingewiesen. Es gibt ja von Microsoft, vom Produktmanagement, Mark Cashman und Chris McNulty schon seit längerer Zeit die Intrazone, den Podcast zu ja, aktuellen SharePoint-Themen. Das machen die einmal im Monat. Und jeweils zur Hälfte des Monats kommt der SharePoint Roadmap Pitstop und zeigt oder dessen Inhalt ist, was tut sich gerade in der Roadmap, was ist neu angesagt und wann kommt Neues heraus, was ist released worden und wie geht's halt rund um die SharePoint Roadmap zu. So, und da ist die SharePoint Roadmap 2019 raus in der Intrazone. Die Themen darin sind Organizational News, also in den News-Bereich hat sich einiges getan. Wobei einiges getan heißt immer, also sind jetzt die Features, die angekündigt werden und je nachdem, ob euer Tenant schon im Rollout drin ist oder was für einen Status ihr habt, rollt das dann früher oder später bei euch aus. Es ist ja leider nicht so, dass wenn irgendwas angekündigt wird, dass es da ist, dass es auch sofort in eurem Tenant verfügbar ist, sondern das hängt immer davon ab. Aber ihr könnt euch halt auf bestimmte Dinge dann schon freuen. Das Ganze, wie gesagt, das Thema News. Zum Beispiel kann man die News auf der Newsseite in Zukunft auch in eine eigenständige, eigene Reihenfolge bringen. Custom Order, wie es so schön heißt. Man kann sie anpinnen. Man kann eine Seite als sogenannte Authoritative News Site konfigurieren, was dann im Prinzip bedeutet, dass die halt von allen gelesen werden muss, dass man so einen bestimmten Hervorheben dabei hat. Ja, und dann gibt es weitere Sachen. Ihr könnt Dokumente in Zukunft mit LinkedIn-Verbindungen teilen und zusammen bearbeiten. Auch was Interessantes, würde ich sagen.
SharePoint Page Templates kommen, Sticky Headers for List und Libraries. Das heißt, ich habe dann immer, je nachdem, wie weit ich in meiner Liste und Bibliothek nach unten scrolle, immer die Kopfzeilen kann ich sehen. Dann die Sharing Page für das SharePoint Admin Center wird aktualisiert. In Teams gibt es ein Yammer-Tab. Planner hat ein paar Updates. Dann Microsoft 365 Live-Events, hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Also das Streamen und die Live-Events sind jetzt nicht aus der Preview raus, sondern General Available. Und genau, das Microsoft Office 365 Admin Center wird auch überarbeitet und ist überarbeitet, je nachdem, was euer Tenant halt macht. Genau, und zu diesem Thema Live-Events, da empfehle ich euch dann gleich nochmal ein YouTube-Video, die Aufzeichnung der Session SharePoint, Yammer und Stream for Leadership Engagement. Das war ursprünglich eine Session, die auf der Ignite im September letzten Jahres gehalten wurde und die dann auch auf die Microsoft Ignite The Tour gegangen ist. Das heißt, die ist in den verschiedenen Locations auch nochmal vorgestellt worden. Gemacht hat sie immer Dan Holm. Und in Berlin habe ich mir die auch angeschaut und ich fand die super. Ja, und zwar aus einem einfachen Grunde. Wir haben immer so ein bisschen Probleme mit Yammer. Kommen wir gleich nochmal drauf, ein bisschen ausführlicher zurück. Was soll eigentlich dieses Yammer und wo ist eigentlich die Vision von Microsoft? Und mit diesem Vortrag, SharePoint, Yammer und Stream für Leadership Engagement mit Video, da hat man jetzt mal eine richtig schöne Story aufgebaut, wie man das machen kann. Und das lohnt sich einfach mal, diesen Vortrag anzuschauen, damit ihr zum einen mal ein Verständnis kriegt, wie das eingebettet wird, aber auch eine tolle Idee zu bekommen, wie man heute so Kommunikation über eure Intranet, Office 365, SharePoint-Plattform verteilen könnt, nämlich in einer Verbindung mit Microsoft Stream, mit einem Live-Event, in der dann, sagen wir mal, in eine SharePoint-Seite als Anlaufstelle eingefügt wird. Und darunter wird halt Yammer eingefügt und damit kann man dann quasi so ein Live-Ask-Me-Anything machen. Im Yammer findet also die Live-Kommunikation statt und oben im Video kann derjenige, der dort sich auch quasi auf den Referentenstuhl setzt oder beziehungsweise der mit in der Veranstaltung drin ist, live auf diese Themen antworten. Das ist sehr schön gemacht und dieser Vortrag wirklich, ich fand ihn extrem gut. Kann ich euch nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ich habe das auch auf unseren Seiten gepostet unter dem Thema SharePoint, Yammer und Stream. Zusammen sind wir stark. Toll. Ja, und mit Stream habe ich ja jetzt auch schon einiges gemacht und da wird auch noch einiges mehr kommen. Ich war wieder viel unterwegs auf Veranstaltungen und habe auf jeder Veranstaltung mal versucht, das ein oder andere aufzunehmen, was nicht immer gleich veröffentlicht wird. Für mich ist manchmal auch ein bisschen Test, aber kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer zu. So, dann mein nächster Tipp für euch ist ein Artikel und dieser Artikel, lasst mich mal schnell gucken, wo ist der denn hier? Der stammte von, habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Ich habe da aufgeschrieben. Von Lorian Strand, ist ein Office 365 MVP, die hat er auf Medium veröffentlicht. Und er diskutiert mal in seinem Artikel, Your approach to Office 365 and its administration needs to change. Er setzt sich also mit auseinander, wie im Zeichen von Office 365 und einer zukünftig viel stärker cloud-orientierten Infrastruktur sich das Bild und der Aufgabenbereich eines Administrators ändert, beziehungsweise sich ändern sollte, weil eben bestimmte Dinge nicht mehr zu machen sind und aber andere Dinge erforderlich sind. Und das wird in diesem Artikel sehr ausführlich erläutert und ist eine gute Anleitung, um mal drüber nachzudenken, was man dort machen wird. Also zum einen geht es halt darum, dass natürlich klassisch auf On-Premise immer die regelmäßigen Updates da waren, Service Packs einspielen und das ganze System am Laufen halten, dass das so ein bisschen die Schwerpunktaufgaben waren. In der Cloud sieht das natürlich anders aus, da wird einem vieles abgenommen. Dafür muss man sehen, wie beispielsweise mit dieser permanenten Änderung, Anpassung, neuen Features, die jetzt nicht mehr ein Dreijahreszyklus sind, sondern ja, wir sagen ja,
Evergreen-Software, im Grunde jede Woche was Neues kommt, wie man das entsprechend umbaut. Ja, und das, den Artikel, lest ihn euch gerne mal durch, gibt es ein paar gute Ideen dazu. So, dann, es geht heute ein bisschen so kreuz und quer durch. Ich habe das jetzt nicht irgendwie alle meine Artikel hier sortiert. Aber meine fünf Top-KI-Features, die habe ich mal zusammengeschrieben. Ich habe letzten Monat ein Webinar, das hatte ich glaube ich im letzten Podcast auch schon erwähnt, ein Webinar für Wissensmanagement.net gemacht, mich beziehungsweise an einer Webinar-Serie beteiligt. Und da habe ich mal vorgestellt, der KI und der moderne Workplace, also der künstliche Intelligenz auf dem modernen Workplace, was da schon alles so in Office 365 drin ist und unter anderem mal meine Top 5 KI-Features vorgestellt. Die Webinar-Aufzeichnung ist da, es ist 30 Minuten lang und da könnt ihr euch mal anschauen, was das sind. Zum Beispiel eins, was ich besonders mag, ist die PowerPoint-Ideas, die mir helfen, meine Folien, ein paar Designvorschläge für meine Folien zu bekommen, die ich dann anpassen kann, die auch mit KI-Unterstützung funktionieren, sodass beispielsweise wenn ich eine ganz einfache Bullet-Point-Liste habe, dass mich dann nicht nur ein hübsches Design für meine Bullet-Point-Liste bekomme mit kleinen Grafiken und Icons, die dann die klassischen Bullet-Points austauschen, sondern PowerPoint Ideas geht noch hin und versucht zu verstehen, was halt in dem Text dieser Bullet-Point steht und dann versucht es ein, ich sag mal, passendes grafisches Icon dazu zu packen. Wenn ich also zum Beispiel sage, Punkt 1, die Sonne schien vom Himmel, dann wird der Bullet Point dann vielleicht eine Sonne sein oder vielleicht eine Wolke, je nachdem. Ja, in der Richtung. Also schon mal ganz cool zu sehen. Und natürlich mein zweites absolutes Lieblingsfeature von KI auf dem Modern Workplace, das ist halt in Microsoft Stream die Sprache-to-Text-Transkription. Im Moment nur für Englisch und Spanisch verfügbar, aber das ist natürlich super klasse, wenn ich jetzt Videos, die ich irgendwo finde mit irgendwelchen Vorträgen, mir einfach in meinen Stream hochlade und sie dann nachher volltextmäßig durchsuchen kann, um relevante Stellen zu finden. Und insbesondere dann, ich mache das immer so, dass ich diese Videos da hochlade, mir die einmal angucke, damit ich ungefähr weiß, worüber da gesprochen wird. Und wenn ich dann irgendwie einen Vortrag vorbereite oder hier einen Podcast vorbereite, um über dieses Thema zu reden, sage ich, Mensch, in dem Video, ach, da war doch, die hat doch was oder der oder diejenige hat doch da was gesagt, lass mal schnell suchen und dann kann ich darin suchen. So, wenn das jetzt auch noch irgendwann in Deutsch verfügbar ist, dann schnapp ich über vor Freude und werde diese Funktion noch intensiver wirken. Ja, und da, wie gesagt, gibt es weitere tolle Features. Schaut euch einfach diese kleine Aufzeichnung an. Und dann vielleicht, was sind denn eure Top 5 KI-Features? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Feedback nimmt dieser Podcast schon seit 14 Jahren gern und ausführlich an. Okay. So, und der Vollständigkeit halber nochmal einen Rückblick auf mein Webinar, was ich mit Panagenda gemacht habe zum Thema Cloud-Ausfall. Was passiert, wenn die Cloud nicht da ist? Haben wir noch ein White Paper zusammengestellt, was ihr euch kostenlos herunterladen könnt, in dem anhand von ein paar aktuellen Beispielen von Cloud-Ausfällen gezeigt wird, was da eigentlich passiert ist, was für mögliche Auswirkungen das gehabt hat und vor allen Dingen, wie man Maßnahmen ergreifen kann, um das zukünftig zu vermeiden oder zumindest das Risiko fürs Unternehmen zu minimieren. Das Download weiter White Paper könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Link wie üblich. Ah, lasst mich raten, in den Shownotes. Richtig, genau, da findet ihr das. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, es sind so schöne viele Artikel veröffentlicht worden. Ich gehe jetzt wirklich mal kreuz und quer durcheinander und ich hoffe, ihr findet auch etwas für euch mit dabei. Unsere Freunde von der IOZ in der Schweiz, unsere Schweizer Freunde, haben einen schönen Productivity News, wie das so schön heißt, Mobile Apps von Microsoft und deren Mehrwert Artikel online gestellt, mit der sie mal eine schöne Übersicht geben, welche mobilen Apps Microsoft für Apple und Google anbietet und was es da eben gibt. Also ich meine, klar, die OneDrive-App, können wir mal durchgehen. Outlook-App, ihr habt eine SharePoint-App, die werdet ihr wahrscheinlich auch benutzen. Es gibt mittlerweile eine Stream-App, eine Teams-App. Schön übersichtlich aufgeführt, was da drin ist, Limitierungen, vielleicht eine To-Do-App, kennt ihr noch gar nicht, weil ihr To-Do noch nicht eingesetzt habt.
Kann auch sein. Eine Yammer-App gibt es auch noch. Gut, die Stream-App taucht da, wenn ich natürlich im Vorartikel gerade durchscrolle, gar nicht auf, aber die gibt es auch noch. Genau, eine schöne Übersicht, ausführlich beschrieben, was diese einzelnen Apps machen. Und ich sag mal so, das sind heute auch ein paar Tipps, wo ich sage, naja, über Ostern, gut, ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch vielleicht den einen oder anderen Urlaubstag haben oder mal ein bisschen Ruhe haben, dass man auch mal einen etwas längeren Artikel lesen kann. Das soll ja eigentlich auch möglich sein, dass man was Längeres lesen kann. Judy, das nächste, Google. Oh, Google ist auch so eine feine Sache. Ich war ja auf der Intranet Reloaded hier in Berlin und habe auch mit vielen Teilnehmern diskutiert. Und ich bin da immer noch relativ skeptisch, ob Google Suite ob das jetzt wirklich eine echte Alternative, gerade hier in Deutschland, auch für Unternehmen ist im Vergleich zu Office 365. Also im internationalen Bereich gibt es da doch einige größere Unternehmen, die sagen, nee, wir machen jetzt mit Google Suite oder auch mit Facebook Workplace. Aber so richtig, da fehlt mir noch der richtige Einblick da rein. Vielleicht habt ihr Erfahrung damit. Ihr wisst, Feedback nimmt dieser Podcast gerne gehen auf sharepointpodcast@outlook.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Was ich aber gelesen habe, ist, dass Google Docs demnächst es ermöglichen wird, dass ihr Word, Excel und PowerPoint nativ editieren könnt. Bisher geht das ja immer so, dass ihr in Google Docs Word, Excel und PowerPoint auch bearbeiten könnt, aber die müssen erst importiert und umgewandelt werden. Da geht das ein oder andere natürlich flöten. Jetzt soll es eben den Support geben, dass man es tatsächlich im Originalformat nativ, wie es so schön heißt, editieren kann. Na, wollen wir mal abwarten, was dann kommt. Wie gesagt, alles, was ich hier erzähle, Links in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Etwas älter schon, aber trotzdem gar nicht so schlecht. Und für mich liegt das eben auch auf meiner Liste dessen, was ich mir mal ein bisschen genauer anschauen will. Office 365 Groups. Wisst ihr eigentlich, wann, was, wie eine Gruppe installiert wird, wie die aussieht, was dabei installiert wird, was wo reinkommt oder was passiert, wenn ich eine Gruppe lösche oder wenn ich da jemand rausnehme oder wenn ich was share? Das ist ja doch hochkomplex mittlerweile. Und der Matt Wade von I Can SharePoint heißt das nämlich, die Seite, genau, iCamera, hat den Everyday Guide to Office 365 Groups gebaut. Das ist eine schöne Infografik, die ausführlich mal auf die verschiedenen Aspekte eingeht und euch zeigt, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Und das darunter ist auch dann ausführlich erklärt. Gerade, glaube ich, auch aktualisiert worden. Wie gesagt, die Originalgeschichte kommt schon aus dem Juni 2017. Und ich habe jetzt gesehen, abgedatet, 8.11.2018. Also, wenn ihr euch da mal einen Überblick verschaffen wollt, ich finde es super, weil einfach alles mal kurz und kompakt an einem Platz ist und auch natürlich auch noch wunderhübsch grafisch aufbereitet worden ist. Der Everyday Guide to Office 365 Group. Office 365 at Work, eine Seite, die, das ist vom, ich muss mal gucken, wie der freundliche Autor heißt, der das gemacht hat. Das ist, hier steht nur Admin-Post drunter. Oh, das tut mir leid. Jedenfalls Office 365 at Work, da gibt es einen schönen Artikel, der sich mit dem Thema Branding beschäftigt. Und, Simon Bochniak heißt der Autor. Haben wir auch schon öfter diskutiert, ist es eigentlich noch relevant, ein Heavy Branding von modernen SharePoint-Intranets vorzunehmen oder was kann man da machen? Und er hat einen schönen Übersichtsartikel geschrieben. Das ist der vierte Teil einer vierteiligen Serie zum Thema SharePoint Modern Intranet und der beschäftigt sich hier einmal intensiv mit dem Thema Site Branding in einem modernen SharePoint-Intranet. Kann ich euch nur empfehlen. So, und dann kommt nochmal ein Link aus Österreich, aus der Schweiz, nochmal von unseren Freunden von der IOZ. Da gibt es nämlich auch ein kostenloses E-Book zum Download. Das nennt sich Werkzeuge für die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Projektmitgliedern und beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie ihr Daten, Informationen, Zeit und alles Mögliche
im Office 365 sharen könnt mit internen und externen Partnern und gebt euch da mal eine Übersicht, was dort möglich ist. Auch definitiv zu empfehlen. So, das sind meine Tipps. Jetzt gehen wir mal in die Abteilung Trends. Nein, Tricks gehen wir jetzt rein. Genau, die Tipps waren das, jetzt kommen die Tricks. Und da habe ich mir, ja, man muss sich irgendwann mal wirklich damit beschäftigen, halt die Business-Plattform von Office 365, sprich Power Apps, Flow, Power BI, habe ich was vergessen? Stream gehört eigentlich auch noch dazu, aber eigentlich nicht so wirklich. Jedenfalls Power Apps und Flow, die beiden Schwergewichte. Und auch da gibt es drei verschiedene Artikel bzw. Anleitungen, die ich euch empfehlen will. Und zwar ist das erste von der Comparex Group. Die hat nämlich eine dreiteilige Serie auch in deutscher Sprache gestartet. Von Christoph Vollmann ist das. Einführung in Power Apps nennt sich das, der erste Teil. Und gibt erstmal so einen ganz allgemeinen Überblick, was ist eigentlich Power Apps, wie funktioniert das Ganze. Der zweite Teil dieses Artikels, erstellen und ausrollen einer App und zeigt euch dann mal, wie man tatsächlich mit Power Apps etwas Schritt für Schritt erstellen kann, mit einer kompletten Anleitung. Und wenn ich jetzt gerade mal richtig sehe, ich muss kurz nochmal auf die, genau, und der dritte Teil ist auch schon da. Guck mal, als ich den Artikel erstellt habe, war das noch gar nicht da. Der dritte Teil ist auch schon da. Anpassen von SharePoint-Formularen, denn das ist ja auch eine Möglichkeit, die ich mit Power Apps machen kann, dass ich die Formulare in SharePoint-Formulare mit Power Apps editieren kann. Und auch das wird ausführlich erklärt. Also eine tolle dreiteilige Serie, Schritt-für-Schritt-Erklärung mit vielen Screenshots dabei, rund um das Thema Power Apps einführen und anpassen von Formularen in SharePoint-Listen. Etwas wieder übergreifender zu dem Thema auf Practical 365, How to create Project Dashboards in Office 365. Da geht es auch darum, wie baue ich Übersichtsboards mit Office 365 und SharePoint, nutze da auch entsprechend Power Apps, um das zu bauen, integriere auch noch Microsoft Flow, um bestimmte Prozesse zu automatisieren. Und auch das wieder eine sehr umfangreiche Anleitung mit diversen Screenshots, wie man sowas bauen kann. Finde ich super, weil man anhand solcher praktischen Geschichten natürlich viel besser in dieses ganze Thema reinkommt. Und definitiv, es lohnt sich mittlerweile. Die Plattform ist recht mächtig geworden, ist natürlich mittlerweile auch überall eingebaut. Und ja, definitiv etwas, was wir auf Office 365 in Zukunft auch mehr verwenden werden können, möchten und sollen. Und last but not least, das waren so, sagen wir mal, die Power-Apps Schwerpunkt-Vorträge, Beiträge, die ich habe. Es gibt aber auch noch eine schöne Introduction to Microsoft Flow von Sandy Ussia auf lightningtools.com, die euch nochmal so den ersten Demo-Start zeigt, wie man mit Flow anfängt. Und dann gibt es ja mittlerweile da auch extrem viele Artikel und Best Practice. Jedenfalls diese vier Links zur Einführung von Power Apps von Comparex und dann die Power Apps Serie und die Project Dashboard und die Flow-Anleitung, die empfehle ich euch mal, dort mal reinzuschauen und zu sehen, was man damit machen kann. Definitiv werden wir uns auch weiter mit beschäftigen. So, jetzt kommen wir in die Talk-Abteilung und da kann ich euch erstmal einen kleinen Feedback geben. Ich war ja auf diversen Veranstaltungen in den letzten vier Wochen, angefangen von der Hannover Messe 19. Da war ich wieder mit Markus Ratz unterwegs. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut. Wir haben auch live gestreamt von der Messe, unsere Zusammenfassung, und haben uns das ein oder andere Mal angeschaut. Interessant zu sehen. Die Kanzlerin hatte ja am Anfang der Messe gesagt, die CeBIT ist zurückgekommen in die Hannover Messe. Das würde ich so nicht unbedingt unterstreichen. Man sieht schon, dass viele Softwarefirmen auch da sind, aber die sind ganz anders aufgestellt. Also der Microsoft-Stand zum Beispiel. Teams hatte einen relativ, ich sag mal, kleinen Raum eingenommen. Das meiste war halt AI, Künstliche Intelligenz, Maschinen, die dort rumstanden,
AI for Good, viele Partner, die ihre Lösung vorgestellt haben und ausgestellt haben. Also nicht das klassische, der Modern Desktop oder Modern Workplace, spielte auf dieser Konferenz, auf dieser Messe, auch am Messestand von Microsoft, ich würde mal sagen, eine mehr untergeordnete Rolle. Ja, aber auch bei anderen Ausstellern, also aufgefallen ist mir zum Beispiel der IBM-Stand mit Watson, der war auch relativ klein, wenn man überlegt, die haben ja mal eine ganze Halle oder eine halbe Halle 2 belegt. War auch übersichtlich der Stand, aber es waren halt alle da und es ist immer wieder interessant zu sehen, wie halt das Thema KI jetzt alle total überrennt oder sich alle draufstürzen und alle versuchen, das in ihre Produkte, ihre Angebote zu integrieren und die Vorteile von KI für schnellere, intelligentere, besser arbeitende, sparsamere, umweltschonendere Dinge zu nutzen. War schon sehr spannend. Wie gesagt, ihr könnt gerne euch mal die Zusammenfassung anschauen, die ich zusammen mit Markus Ratz gemacht habe. Verlinke ich auch in den Shownotes. So, dann war ich auf dem Microsoft KI Festival hier in Berlin. Eine Tagesveranstaltung, wo es um das Thema künstliche Intelligenz ging und wie man die Zukunft gemeinsam gestalten kann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Microsoft hatte ja die Kampagne Make Your Wish im Herbst letzten Jahres gestartet, wo man einfach online mal sich äußern konnte und sage, ich habe eine tolle Idee, vielleicht könnte man ja sowas mal machen. Es sind im Rahmen dieser Aktion, ich glaube, über 100 Ideen eingegangen. Und der ein oder andere Firma hat sich darum gekümmert, mal die ein oder andere Idee umzusetzen. Und diese Ideen wurden dann unter anderem auch auf dieser Veranstaltung ausgezeichnet und prämiert. Daneben gab es Keynote von Sabine Bendig und auch unsere Digitalministerin, Frau Dorothee Bär, war da und hat einen Vortrag gehalten. Und nebenher gab es eben ein paar Plenum-Sessions und aber auch Workshops zum Thema Arbeit und KI. Erde und KI und Gesundheit und KI. Und das war interessant. Man konnte sich nämlich mit den Teilnehmern in einer, ja, so kleinere Gruppen zusammensetzen und das eine oder andere mal austauschen. Fazit des Ganzen, diese ethische Diskussion, was wollen wir, nicht die Frage, was kann KI, sondern was wollen wir mit KI machen, was darf sie tun, was wollen wir, was getan werden muss, die ist im Gange. Es wird überall thematisiert. Wo ich mir noch nicht so sicher bin, ist, wie weit auch tatsächlich Handlungen dem Ganzen folgen. Ich habe ja in den letzten Wochen auch gesehen, dass diverse Unternehmen oder Institutionen KI-Ethikregeln verabschiedet haben und hier und da, blablabla, wird überall diskutiert. Die Frage ist nur, wie schnell passiert dann auch etwas und wird auch etwas in der Richtung umgesetzt? Denn die technische Entwicklung hier in diesem Bereich, die geht rasant voran, geht rasend schnell voran. Und ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, dass die Regelungen einfach zu langsam kommen, um irgendwie größeren Schaden abzuwehren. Aber gut, das werden wir sowieso nochmal im nächsten Monat ausführlich diskutieren. Da habe ich schon ein paar Pläne und dieses ganze Thema KI wird in nächster Zeit noch ausführlicher diskutiert werden. Ja, auf der anderen Seite gab es natürlich immer wieder tolle Projekte zu sehen, was mit KI gemacht wird, beispielsweise zur Verbesserung von Agrarproduktion, Verbesserung von der Lebensqualität von kranken und älteren Menschen. Das ist toll zu sehen, was man Positives machen kann, aber eben die Frage, was passiert eigentlich mit der KI, was wollen wir da machen, bleibt spannend und wird hier auch demnächst noch ausführlich diskutiert werden. Ja, Microsoft KI Festival. Ja, dann war ich noch auf der Intranet Reloaded hier in Berlin. 2 Tage Intranet-Konferenz, wieder mit vielen interessanten Teilnehmern. Ich selbst hatte ein World Café zum Thema Video im Unternehmen, zum Treiben der digitalen Transformation. 5 Runden, 30 Minuten mit vielen interessanten Gesprächspartnern aus, ja, doch teilweise recht großen Unternehmen. Video ist bei vielen schon auf dem Radar. Einige haben auch schon ihre Plattformen. Aber 2 Punkte. Zum einen habe ich gemerkt, dass Office 365 Microsoft Stream da nochmal einen ganz anderen Drive reinbringt, weil, wie mir viele bestätigt haben, naja, das ist halt da. Auf Fingerschnipp habe ich mein Videoportal, das ist so einfach zu bedienen wie YouTube.
Das senkt die Eintrittshürde nochmal ganz gewaltig. Und das Zweite ist, was tatsächlich auch bei vielen mittlerweile sagt, das ist ja super, ist halt die KI-Funktion in Microsoft Stream. Insbesondere natürlich die Speech-to-Text-Engine mit der Transkription, dass ich nachher meine Videos volltextmäßig durchsuchen kann. Das ist auch nochmal so ein Killer-Argument, wo viele sagen, da möchte ich aber. Das könnte uns nochmal richtig helfen. Klar, Anwendungsfälle, Schulung, ganz vorne an und auch ganz vorne an die CEO- oder Management-Level-Kommunikation in Form von Live-Meetings, Ask Me Anythings, Townhall-Meetings, die gestreamt werden oder einfach Botschaften der Unternehmensführung an die Mitarbeiter, die halt über Video verteilt werden. Das sind die klassen Dinge. Ja, ihr wisst, Video ist mein Top-Thema und ich werde auch auf dem Collaboration Summit in Wiesbaden dazu einen Vortrag halten zum Thema. Genau. Eins, was mich auf der Intranet Reloaded immer wieder, ich sage mal fasziniert, aber nein, immer wieder so besonders auffällt, ist das Thema Yammer. Auf der Veranstaltung stellen ja viele Unternehmen ihre Intranets vor in Form von Case Studies und zeigen, was sie da gemacht haben. Und gefühlt in jedem zweiten, wahrscheinlich noch in jedem anderthalbsten, also fast in jedem Vortrag, ist irgendwo Yammer mit drin. Und das sind ja alles Installationen, die dort vorgestellt werden, die mehrere 10.000 und mehr Mitarbeiter weltweit haben, die dann quasi als Tool für Social Enterprise Communication Yammer nutzen. Toll zu sehen, was da immer wieder drin ist, weil wir eigentlich hier so einer Community, ja, Yammer steht man ja immer so ein bisschen skeptisch gegenüber, aber im Unternehmen extrem weit verbreitet und auch wirklich erfolgreich. Das sieht man auch in den Case Studies mit drin. Auch dort herrscht natürlich immer wieder die Frage, was ist eigentlich jetzt mit Teams und vielleicht nochmal, wenn man schon von gehört von Kaizala, wie bringe ich das jetzt alles untereinander, miteinander ins Spiel und wann nutze ich was? Aber interessant zu sehen, was da reinpasst. Ja, und dieses Thema, wann nutze ich was oder wie kriege ich mal die Komplexität aus dem ganzen Office 365 raus, das ist ja auch ein Thema, mit dem sich verschiedene Anbieter beschäftigt haben, wie zum Beispiel Wisdom mit ihrem Baukasten, den man quasi auf Office 365 aufsetzen kann, um bestimmte Funktionen besser zu organisieren. Und was hat sich da besser angeboten, als mit Dan Thompson zu sprechen? Wir hatten ihn schon mal hier im Podcast, glaube letzten oder vorletzten Intranet Reloaded habe ich mit ihm gesprochen. Er ist ja von Wisdom und er hat mal mir kurz und knapp erzählt, was eigentlich so mit Wisdom, mit einem modernen Intranet, mit so einem Toolbaukasten für Funktionen zur Verfügung stehen und was man damit machen kann. Und das Interview könnt ihr euch jetzt hier anhören. Habe ich aber auch als Video gemacht. Falls ihr in die Shownotes geht, findet ihr auch den Link auf das Video. Dan Thompson. Ich bin Partner bei Wisdom. Ich mache den Vertrieb und auch spreche mit großen Kunden, wie wir coole Internetlösungen bauen und arbeite auch sehr eng mit unseren Partnern zusammen überall in der Welt. Genau, ich habe gerade hier auf der Internet Reloaded deinen Vortrag gesehen. Ja. 30 Minuten gepackt mit Informationen von vorn bis hinten. Ja. Gerade zum Thema die Komplexität aus Office 365 rausnehmen, war ein sehr komplexer Vortrag. Ja, ich weiß. Aber mit Wisdom, aber es war richtig toll, weil man sieht einfach, zum einen ist das Problem ja da, alle fragen sich, welches Tool nutze ich wann. Ja. Es ist overwhelming, wie man so schön sagt. Was ist eure Herangehensweise daran? Wie schaffe ich es, den Mitarbeitern die Tools zu bringen, die er direkt benötigt und trotzdem im System konform zu bleiben? Ja, es ist extrem wichtig, dass das, was man macht, nicht ein Duplikat von Microsoft ist. Also wir sind oben drauf auf SharePoint. Mhm. Man soll nichts mit duplizieren. Es gibt viele von unseren Konkurrenten, die machen dann erst ergänzen, nicht aber ersetzen die SharePoint-Funktionalität. Das wollen wir nicht. Denn wenn Microsoft morgen was Cooles rausbringt, dann, wie gesagt, dann soll man das sofort benutzen. Mhm. Das bedeutet, wir ergänzen es nur. Und das ist unsere ganze Architektur. Das bedeutet, Microsoft hat Corporate News, wir haben es nur besser gemacht, mit besserem Targeting. Microsoft hat Page Properties, wir haben die Page Properties benutzt und wir haben die ergänzt. Wir füllen die da automatisch ein mit Governance-Daten und dann schicken wir automatisch eine Notification zum Redakteur, er soll das mal in einem Jahr updaten und so weiter.
benutzen sehr eng und sehr fokussiert die existierenden Features von Microsoft, aber ergänzen diese Funktionen. Und deshalb ist es, eine gute Kombination. Alles das, was von Microsoft fehlt, ergänzen wir. Wir ersetzen es nicht, wir ergänzen es. Was ich ja besonders cool fand, ist euer, wie heißt das, Launchbar auf der linken Seite? Power Panel, das ist ja super cool. Kannst du mal kurz erklären, was das Power Panel macht? Ja, das Power Panel, die Herausforderung heutzutage, früher war SharePoint oder die Intranet-Lösung war so das Coole, das war die Quelle und alles musste da rein. Aber die Welt hat sich jetzt geändert. Jetzt kommt von Microsoft, aber auch von anderen, jetzt hat man Planner, man hat Teams, man hat alles Mögliche, Yammer. Das bedeutet, es gibt mehr und mehr Stellen, also die Welt wird sozusagen fragmentiert. Diese Fragmentation ist dann ein Problem für den User. Also im Grunde muss er dann in 5 oder 10 Häuser rein und checken, was geschieht da, was ist da los. Das ist die Herausforderung. Das haben wir mit PowerPanel gelöst. Und das, was PowerPanel ist, ist also ein Panel oder wie nennt man das auf Deutsch? Eine Seitenleiste. Eine Seitenleiste, Seitenleiste genau. mit Fahnenblättern, wo Infos automatisch zu dir kommen. Und das Coole ist, dass diese Seitenleiste in allen möglichen Applikationen leben kann. Das bedeutet, die ist immer mit dir da. Hm. Das bedeutet, bist im Outlook oder bist auf dem Desktop oder bist in SharePoint, die sind immer da. Das bedeutet, du hast Zugriff auf alle deine Infos, deine Notifikationen und du kannst auch, wir haben eine Provisioning Engine auch reingelegt. Ich muss einen Neuigkeitsartikel machen oder ich möchte ein Teams Provisioning, ich stehe in Outlook und irgendwann schickt mir ein E-Mail. Ich muss einen Task errichten und so weiter in Word. Alles kommt, du kannst überall alles machen und alles kommt zu dir. Also deshalb nehmen wir so ein Power Panel. Das ist überall da und Toolkiste und Notifikationen und Infos werden automatisch zu dir gebracht, egal wo du bist. Kommt auch auf dem Handy aus. Das ist im Grunde genommen ist es ja so ein Office 365 übergreifendes Menü, was ich jederzeit in jeder Applikation zur Verfügung habe und dann immer schnell auf das zugreifen kann, und was ich brauche. Und nicht nur in der Microsoft-Welt. Das heißt, du kannst auch anderes reinlegen. Ja, das kommt erst nach dem Sommer. Ja. Aber dann kann es mit einer Exception Authentication, dann könntest du ein Koyo benutzen oder woanders auch benutzen. Es ist nicht nur, jetzt ist es auf Microsoft gebunden, aber nach dem Sommer ist es komplett freistehend und kann es überall benutzen. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Das wirst du. Eins, was du gezeigt hast, und das ist ja so eins meiner Top-Themen, war künstliche Intelligenz, die sich ja immer mehr in Office 365 und in unserem Alltag und auch im Workplace verbreitet. Ja. Ihr macht auch einiges mit Bots. Ja. Was passiert denn da? Ja, wie gesagt, Bot ist auch so ein Hype-Wort, alles und alle möchten Bots. Und wir sind auch, Kunden haben Angst mit der Bot, denn die haben Angst, irgendein riesiges, großes Tier zu bauen, das so komplex ist, man versteht es nicht und so weiter. Das, was wir versucht haben, ist halt, wir haben ein Framework, obendrauf auch Microsoft-Technologie. Also im Grunde genau dasselbe wie Wisdom für Intranet. Also wir ergänzen Microsoft's Bot-Framework. Und das Coole dabei, im Grunde kann man sagen, Lego-Klötze obendrauf, dann kann man extrem schnell Bots bauen, spezifisch Bot, ein HR-Bot mit Integration für Dynamics oder SAP oder was anderes. Und dann, wie gesagt, die Komplexität geht raus, aber auch die Kosten für die Implementierung geht raus. Und auch Time to Market sozusagen. Das bedeutet, es ist leichter und schneller, coole Bots zu bauen. Und dann kann man auch günstiger anfangen. Dann muss man nicht warten für irgendein riesengroßes Budget. Aber die genau selbe Architektur wie bei Wisdom nur ergänzen. Also wenn Microsoft morgen etwas Cooles mit der Bot kann, Cognitive Services kann noch mehr, dann kann es halt. Dann vielen Dank, das war... Wie gesagt, das Interview gibt es auch als Video, könnt ihr euch nochmal anschauen. Link in den Shownotes. Weitere Interviews habe ich aufgezeichnet, packe ich dann in die nächste SharePoint-Podcast-Folge rein. Ja, und ich sehe mal auf die Uhr, wir haben 40 Minuten heute, das ist ein bisschen länger geworden. Also definitiv sollte ich mal drüber nachdenken, diese Podcasts zu halbieren wieder und zweimal im Monat zu machen. Ich gucke mal mein Osternest, ob da was drin liegt. Genau, in diesem Sinne sind wir durch für heute. Wie gesagt, in den Shownotes alles drin. Schaut rein, freut mich auf Feedback, wenn ihr welches habt. Und ansonsten sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.